Heute teste ich drei weitere Rezepte aus der PAM-App. Ich habe dazu schon ein Video gedreht, das verlinke ich dir gerne mal hier oben. Da habe ich auch drei verschiedene Rezepte getestet. Und heute habe ich mir den Süßkartoffel-Avocado-Toast ohne Brot ausgesucht, den veganen Karotten-Apfelkuchen mit Frosting und den Frozen-Banana-Cream-Kuchen mit Schokochips. Bevor ich jetzt in die Küche jumpe, um die Sachen zuzubereiten, verrat mir gerne dein Lieblingsrezept aus ihrer App oder aus ihrem Kochbuch. Das würde mich sehr interessieren, denn dann probiere ich das auch gerne mal aus, wenn ich das noch nicht habe. Und ansonsten legen wir los! Alle Originalrezepte und die genauen Mengenangaben der Zutaten bitte aus der PAM-App entnehmen. Fangen wir mit dem Avocado-Toast ohne Brot an. Dieses Rezept kann man gut nach persönlichen Vorlieben abwandeln und den Toast mit all den Sachen belegen, die man gerade da hat und die man gerne mag. Ich kann mir aber auch eine süße Variante dieses Rezepts gut vorstellen, zum Beispiel mit Banane, Zimt und Erdnussmus. Ich habe zuerst die Süßkartoffel in dicke Scheiben geschnitten und 15 Minuten gekocht. Man kann die aber auch nur 5 Minuten kochen und dann noch anbraten, aber diesen Schritt habe ich mir erspart. Dann habe ich die Schale abgepellt und die Süßkartoffeln mit Oliven, Avocado, Tomatenscheiben, Basilikum und Gewürzen belegt. Und dann ist das auch schon fertig. Taste Test, mein Lieblingspart. Ich finde auf jeden Fall, dieses Frühstück kann sich sehen lassen. Jetzt schauen wir doch mal, wie diese Kombination schmeckt. Ich habe ewig keine Süßkartoffeln mehr gegessen, deswegen... Sollte ich öfter mal wieder essen. Ist auf jeden Fall eine gute Inspiration. Ist ein bisschen komisch zum Frühstück das zu essen, weil ich sonst eher süß esse, also Müsli oder sowas ähnliches. Und ich würde, obwohl das jetzt Süßkartoffel ist, das trotzdem als deftig bezeichnen. Aber ich denke, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall eine Abwechslung. Und ich denke, das kann man auch ganz gut so zum Mittagessen machen oder zum Abendbrot oder sowas. Finde ich gar nicht mal schlecht. Ja, an alle Süßkartoffelliebhaber da draußen kann ich auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren. Ist eine ganz leckere Kombination. Ich glaube, für etwas mehr Eiweiß würde ich dann noch ein Ei drauf tun oder sowas ähnliches. Ansonsten ist auch die vegane Version gar nicht schlecht. So, ich lasse mir das jetzt zu Ende schmecken. Vielleicht machen wir uns derweil an die Muffins. Oder an den veganen Kuchen, der aus Karotten, Apfel, Mehl, Kokosflocken, Kokoszucker, Kokosmilch und Kokosöl, Gewürzen und Frosting besteht. So viel sind übrigens 100 Gramm Möhre. Das war wie in der Edeka-Werbung. Also ohne einen kleinen Küchenmixer kommt man bei den Pamela-Rezepten nicht weit. Aber ich finde diesen hier auch einfach super. Den habe ich dir gerne mal in der Infobox verlinkt. Ist auch gar nicht teuer. Den habe ich dann bis oben hin mit allen Zutaten gefüllt und diese bis auf den Apfel und die Möhren zu einer einheitlichen Kuchenteigmasse vermixt. Danach alles zusammengegeben, verrührt und in kleine Muffinförmchen gefüllt, da ich keine mittelgroße Kuchenform hatte. Ich bin ja ein riesiger Fan von den Silikonförmchen. Die halten die Form auch beim Backen gut und jeglicher Teig löst sich ohne Kleben einwandfrei wieder aus den Förmchen raus. Nach dem Backen sind die noch ordentlich eingeschrumpft, aber mit dem Frosting obendrauf sind die doch echt fotogen, oder? Tada! Ein kleiner süßer Kuchen! Ich habe jetzt einfach Muffins gemacht, weil ich keine geeignete Kuchenform hatte, die geeignete Größe hatte. Und die sind jetzt gerade fresh aus dem Ofen, also noch ein bisschen warm. Freue ich mich jetzt drauf. Also die ganze Küche riecht auf jeden Fall richtig nach Kokos. Man schmeckt es gar nicht so doll raus. Es schmeckt auch irgendwie einfach nur nach Vollkorn, ehrlich gesagt. Vielleicht hätte ich da ein bisschen mehr Zucker reinpacken sollen, obwohl ich da schon mehr reingetan habe, als sie empfohlen hat. Also ich habe mir von dem Geruch irgendwie ein bisschen mehr versprochen, dass das irgendwie ein bisschen anders schmeckt. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, nächstes Mal muss ich vielleicht anderes Mehl nehmen oder so. Ich habe jetzt Dinkel-Vollkornmehl genommen. Vielleicht ist das nicht so die ideale Mehlsorte, um diesen Kuchen zu backen. Vielleicht muss ich nächstes Mal Buchweizen nehmen oder Hafermehl oder sowas. Dann wird das vielleicht ein bisschen mehr nach einer Süßigkeit schmecken, weil jetzt schmeckt es eigentlich eher relativ deftig und nur nach Vollkorn. Also so, Ich versuche das irgendwie vielleicht mit ein bisschen Sirup zu optimieren. Dann kann man die, denke ich, ganz gut essen. Na, dann bin ich jetzt gespannt auf den Frozen Banana Cake. Auf das Rezept war ich super gespannt. Ich finde, das Rezeptbild sieht schon zum Anbeißen aus. Dieser Eiskuchen besteht aus zwei Lagen, der Eiscreme und dem Boden. Hier habe ich ein bisschen improvisiert, da ich nicht alles daheim hatte und den Boden aus Sonnenblumenkernen und Sesammus gemacht. So kann man auch braune Bananen noch echt gut verwerten. Und wieder kommt der Mixer zum Einsatz. Der mixt zuerst den Boden zu einer krümeligen, aber dennoch mürbeteigähnlichen Konsistenz zusammen. Den habe ich dann in eine Brotbox gedrückt, die ich vorher mit Backpapier ausgekleidet habe. Als nächstes wird die Bananeneiscreme zusammengemixt und allein die hat schon himmlisch geschmeckt. Da kann man bestimmt auch gut Proteinpulver unterbringen, wenn man Proteineis haben möchte. Mit Zartbitterschoki habe ich das noch verziert und in den Gefrierer gegeben. Nach ein paar Stunden habe ich mir mit Ach und Krach dann ein paar Stücke abgeschnitten und den Rest wieder eingefroren.
Und so sieht er jetzt in mundgerechte Stückchen geschnitten aus. Der ist auf jeden Fall gerade immer noch so ein bisschen am Auftauen. Sie hat gesagt, man soll den circa 20 Minuten vor dem Essen auftauen lassen, damit er wieder cremig wird. Aber auch nicht zu lange, weil sonst wird er ein bisschen glubschig. Das Ding ist aber, dass wenn man den jetzt ein paar Tage oder ein paar Wochen im Gefrierschrank lassen möchte und man was essen möchte, dann muss man den ja in Stückchen schneiden oder in Scheiben schneiden. Und das ist, wenn der gefroren ist, ganz schön schwer. Und ich glaube nicht, dass das so gut für den Kuchen ist, wenn man den immer auftaut, einfriert, nur um sich ein Stückchen abzuschneiden. Weil man kriegt das ja auch irgendwie nicht so gut hin, den vorher zu schneiden, weil ja dann alles noch flüssig ist und dann sowieso wieder zusammenläuft. Also ich glaube, als Kuchen ist das vielleicht nicht so geeignet, wenn man den nicht sofort in einem Ganzen essen möchte. Vielleicht würde ich den das nächste Mal lieber in so Eiswürfelform machen oder sowas, weil ich jetzt irgendwie echt nicht weiß, wie ich mir da gescheit Stückchen rausschneiden soll, ohne dass ich mir da einen abbreche. Aber egal, ich bin jetzt gespannt auf den Geschmack. Dieses Stückchen sieht auf jeden Fall schon mal ready aus. Probieren wir doch mal. Das läuft auf jeden Fall ganz gut auf der Zunge. Oh, kalt. Also der schmeckt auf jeden Fall jetzt richtig schön süß. Das ist so ein richtiger eisiger Nachtisch. Geschmacklich auf jeden Fall echt top, wenn man den das nächste Mal vielleicht ein bisschen anders zubereitet. Also dass man das in kleinere Förmchen gibt. Dass man sich einfach immer eins auftauen kann, sobald man das dann auch essen möchte. Kann ich empfehlen, das mal auszuprobieren. Aber dann eben in kleineren Förmchen. Und das war's dann jetzt auch von mir für heute. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und Lust darauf gemacht, auch ein paar Rezepte aus ihrer App oder aus dem Kochbuch auszuprobieren. Ich kann die App auf jeden Fall sehr empfehlen, weil sie sehr viele Inspirationen gibt, mal neue Sachen auszuprobieren. Wie zum Beispiel so einen Frozen Banana Cake. Hatte ich vorher auch noch nicht gemacht. Schau gerne auch bei meinem letzten Video vorbei, wo ich die Rezepte getestet habe, falls du das noch nicht gesehen hast. Ansonsten freue dich gerne auf das nächste Video. Also vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao!